Ja, an verborgenen Orten sieht das immer so aus. So. Also wir haben es erstmal bis runter geschafft. So. Machen wir das so. Ich gehe ihn mal vorweg, da kann ich nämlich noch mal nicht anmachen. Ich versuche es kurz zu erklären. Leider ging bei der zweiten Runde auf der Festung Königstein, wo es darum ging, stille Aufnahmen und Fotografien zu machen, um bei der eigentlichen Erkundung mit der Filmkamera Schwenks und anderes zu überbrücken, das Licht aus. Peng, dunkel, schwarz. Ja, da standen wir ganz unten in den Katakomben und ich Gott sei Dank natürlich mit mehreren Lampen ausgerüstet, weil sonst wäre es wirklich sehr schwer geworden, überhaupt wieder zurück zum Eingang zu finden. Ja, und jetzt werden einige von euch sagen, aber Tim, das ist doch ganz normal, wenn bei dir das Licht ausgeht. Das ist schon richtig. Die Automatisierung der Festung brachte allerdings das Übel mit sich, dass wir dann auch später dort eingeschlossen wären und bis zum nächsten Morgen nicht mehr herauskämen. Es war also leider nicht möglich, die Exkursion zu später Stunde dort fortzuführen. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe gedacht, ich könnte den zweiten Teil der Tour auf jeden Fall mit Kreativität und tollen Ideen noch zu einem Film bringen, obwohl mir dort Filmmaterial fehlte, um hinterher einen schönen Schnitt zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin überhaupt gar nicht glücklich gewesen mit dem Filmmaterial ohne das Klassische und wie das aussieht, wenn ein Film nicht ordentlich geschnitten ist, das kennen YouTube-Zuschauer ja allzu gut. Und das gibt es bei mir auf gar keinen Fall, keine Diskussion. Und deswegen muss ich mich herzlichst bei euch entschuldigen, dass ich das falsch eingeschätzt habe und heute leider kein zweiter Teil der Festung Königstein kommt. Ja, und dann habe ich leider nochmal eine schlechte Nachricht oder eine traurige Nachricht. Nach der Königstein kam nämlich die Abreise von meiner wunderbaren Wochenwanderung am Malerweg durchs Elbsandsteingebirge. So. Ja, wir haben Freitag, den 14. Ja, der 14. Ich habe meine Tour geschafft. Ja, ich bin ein bisschen traurig, weil ich hätte noch gut und gerne eine Woche länger wandern können. Ja, ich bin sehr gut untergekommen hier in der Schenke, direkt unterhalb der Festung Königstein. Hab hervorragend geschlafen, super Frühstück gehabt. Und ja, jetzt geht's runter wieder nach Königstein. Dort steige ich in den Zug nach Pirna, beziehungsweise nach Dresden. Und dann geht's 8 Stunden Fahrt wieder zurück, weit in den Westen. Einmal quer durch Deutschland sozusagen. Ja, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, habe ich vor, im Sommer wiederzukommen und dort dann noch die restlichen Abenteuer, die hier verborgen sind, zu erleben. Ich sehe schon, da hat es hier Parkhaus der Festung Königstein, eine Touristeninformation. Da frage ich mal nach, wie ich am besten zum Bahnhof komme. So, dann laufe ich doch nochmal Richtung Festung. Ja, so gibt es auf dem Weg zum Bahnhof doch noch eine schöne kleine Wanderstrecke. Sogar durch den Wald. Ah, da unten haben wir die schöne Elbe und hier geht's runter in die Stadt. Da hinten, ja, ganz am Rand der Stadt, ist der Bahnhof. So, fast wieder am Bahnhof angelangt. Ich sehe allerdings gerade hier, direkt hier oben ist auch ein Bahnhofsding. Dabei bin ich das letzte Mal da fast 1 Kilometer gelaufen vom Bahnsteig. Da ganz oben. Aber da ich überhaupt gar keinen Zeitdruck habe, kann ich mir das alles in Ruhe angucken. So, am Bahnhof angekommen. Ja, warte ich noch ein bisschen auf den Zug. Und es siehe da, die Wanderwoche ist vorüber. Und jetzt fängt es richtig an zu regnen. Ich habe unglaubliches Glück gehabt die ganzen Tage, was das Wetter anging. Und ja, dabei mag ich Regen wirklich gerne.
Aber beim Wandern ist es ja auch nicht das Praktischste. Da bleibt mir wohl nur noch zu sagen, macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Abenteuer. Herzlich willkommen im Intercity der Deutschen Bahn nach Köln Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Bitterfeld.